Beispiel, er hat kein Voodoo gemacht, hat er einen Fehler gemacht? Wie? Was meinst du jetzt? Ja, der hat Also, beim Fajr-Gebet vergessen, Voodoo zu machen. Hat einen Fehler begangen. ist natürlich nicht richtig, ne? Oder was, worauf Also hat willst du er einen denn Fehler hinaus? begangen, richtig? Was meinst du? Meinst du jetzt den Propheten? Ja, du hast doch gerade gesagt, Mohammed war fehlerfrei. Und ich Mohammed sehe auf soll. einmal, dass er überhaupt nicht fehlerfrei war, weil er sein Voodoo vergessen hat. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, aber Er das hat ist sogar doch. vergessen, zwei Rakat zu beten. Ja, aber das ist ja nicht etwas, was er so absichtlich gemacht hat, oder? Ja, trotzdem ist das ein Fehler, oder nicht? Ja, aber das ist doch was Menschliches. Das ist ja keine Offenbarungsfehler, oder? Ah, das ist kein Offenbarungsfehler, wenn zum Nein, ist es Beispiel. nicht. Ist Ist es das nicht. kein Fehler, dass der zum Beispiel von jemandem daran erinnert werden muss, wie eine Sure klingt? Vielleicht ist das doch eine Weisheit von Allah, um zu zeigen, damit er nicht vergöttert wird von den Ja, Menschen. aber ich dachte, Allah lässt seinen Propheten niemals vergessen. Okay, dann beantworte doch mal die Frage, was jeder Moslem stellt. Wieso wurde Jesus Christus nach dem Siehst du, jüngsten ich Tag bitte, jetzt gefragt? haut dir sofort ab zur Nein, nein, Bibel. nein, 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 Weil weil er du willst selber ja nicht auf mehr den weiter weiß mit seinem darstellen. Koran und Mohammed, läuft er sofort zur Bibel. Habt ihr gesehen? Was für Laufen, Junge, du bist ein richtiger Vogel in meinen Augen. Ich bezeuge, es gibt Okay, keinen Gott danke schön außer für deine Allah. Mohammed ist Beleidigungen. sein Siehst Diener du, und wir haben gerade Gesandter. dich vor ganzen Leuten zerbombt. Und jetzt kannst du rausgehen und zu deinem Mohammed, verhexten Mohammed gehen. So einfach ist das. Unglaublich. Ohne zu beleidigen können die ja gar nicht. Dann sagt er, wo habe ich dich beleidigt? Und dann nennt er mich noch Vogel. In einem Atemzug. Da konnte er sich nicht mehr beherrschen. Der Mohammed vergisst einfach im Gebet. Der wird, danke dir, Cosinus. Der wird einfach von einem anderen Muslim an eine Sure erinnert, die er vergessen hat. Also das Prinzip der, sag mal schnell, des Auswendiglernens des Korans mündlich auswendig wiedergeben, ist auch dahin. Der beste Mensch, der keine Fehler gemacht hat, hat auf einmal Gedächtnisschwund gehabt und wurde durch einen anderen Muslim daran erinnert, wie diese Sure und Sure zu rezitieren war. Schaut euch das mal bitte an. Und das soll der beste Mensch der Welt sein, der Gedächtnisverlust hat. Er vergisst einfach im Gebet zwei Rakat zu beten. Beim Asr-Gebet. Ihr wisst ja, die Muslime beten ja fünfmal am Tag. Fajr, Zor, Asr, Maghrib und Isha. Und im Asr-Gebet hat er vergessen, zwei Rakat zu beten. Das Asr-Gebet hat vier Rakat. Und er hat einfach zwei gebetet und hat die anderen zwei vergessen. Und die Muslime haben gesagt, ey, du hast das Gebet nur mit zwei gemacht. Meint er, egal. Das ist unglaublich. Wo finden wir das Ganze? In Sahih al-Bukhari, Band 1, Buch 11, Hadith 666. Und die andere Aussage finden wir in Sahih al-Bukhari, Band 2, Buch 22, Hadith 321. Und Dr. Sheikh Awami geht wieder hinterm Vorhang. Tschüss. Der beste Mensch der Welt, der nie Fehler begangen hat, war voller Fehler und Sünden. Das Heftige ist ja auch, Amir, das ist ja dieses Heuchlerische, dass du ja gar keinen Fehler machen darfst. Wenn du zum Beispiel einmal aus Versehen sogar Mohammed beleidigt hättest, einfach aus Fehler, einmal nur, dann musstest du ja Strafe erleiden. Aber Mohammed darf Fehler machen ohne Ende und ihn trifft keine Strafe. Weil er ein Mensch ist. Du bist kein Mensch. Du musst 100% aufpassen. Richtig? Ich hätte ihn noch mal gerne gefragt, war das kein Fehler, als der Zeynep dem Seid ausgespannt hat? War das kein Fehler oder war es in Ordnung? Ja. Natürlich brauchst du einen ganz langen Atem, wenn du halt mit so jungen Leuten redest, die eben weder Ahnung haben noch beherrscht sind. Da musst du umso mehr Geduld an den Tag legen. Das Ja, ist aber sehr, sehr sobald jemand schwierig. dann beleidigt, dann muss man den segnen und dann raus. Wenn sich jemand nicht kontrollieren kann und anfängt zu beleidigen, das hat nichts damit zu tun, wenn jemand ein bisschen lauter wird oder ein bisschen emotionaler, aber wenn er anfängt zu beleidigen, dann raus. Ja, eventuell nimmst du auch mal ein paar Beleidigungen hin, ne?
Ja, nehme ich ja, aber ich muss ja nicht die ganze Zeit dann weiter mit ihm diskutieren. Ja, ja gut, ne? Das ist dir überlassen, wie, wo, wann du den Schlussstrich ziehst. Ne? Aber ich wollte ihm darauf aufmerksam machen, ne? Du darfst keinen Fehler machen, aber Mohammed darf Fehler machen. Richtig? Ja. Ja. Das ist das Verrückte an der ganzen Sache. So. Der Allah sagt ja im Koran, dass er den Propheten niemals etwas vergessen lässt. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Bukhari uns übermittelt, dass Mohammed Gedächtnisverlust hatte und eine Sure vergessen hat im Koran. Das ist eine Katastrophe, ist das. Ja. Also die Menschen um ihn herum waren besser im Koran auswendig lernen als er selber, als der Gründer des Islams. Ja, das macht doch von vorne bis hinten keinen Sinn. Ja. Seine Fehler werden als menschliche Fehler bezeichnet, ne? Und dann sofort gehen die wieder über zu seiner Perfektion. Ne? Mohammeds Perfektion. Und die können ja, dann unterscheiden. Ja. Und dann aber, die können da sehr scharf differenzieren. Siehst du, das sind die intelligent. Aber wenn es darum geht, zu differenzieren zwischen wann der Herr Jesus in der Bibel als Mensch bezeichnet wird und wann als Gott, da wollen sie auf einmal keine Differenzierung machen. Da sind die auf einmal durcheinander, dieses zweimal differenzieren zwischen zwei verschiedene Sachen. Das ist denn wieder so anstrengend. Aber ja, wenn es um ihren eigenen Prophet geht, da können die genau unterscheiden. Ja, da ist eine menschliche Schwäche, damit er nicht angebetet wird. Aber in ihren Taschafutschern sprechen sie direkt zu einem Toten. Obwohl Allah gesagt hat, ihr sollt zu keinem außer mir sprechen. Keinen sollt ihr außer mich anrufen. Und dann sagen die auf einmal, Assalamu alaika, hayyuhan nabiyu. Friede sei auf dir, O Prophet. In ihrem Gebet reden die zu Muhammad. Zu einem Toten. Dieses Tashahhud ist einfach nur eine Zerstörung für den Islam, ne? Übelst Schirk am Machen, ne? Übelst Gott Leute bei. Und jetzt stell mal vor, wenn wir Christen sagen, wir rufen Jesus Christus an, dann sagen die zu uns, ihr Götzendiener, wie könnt ihr jemanden außer Gott anrufen oder in eurem Gebet zu jemand anderen sprechen als zu Gott? Aber bei Mohammed geht das auf einmal, ne? In eurem Tashahhud. Ah, da ist wieder Tauhid. Du redest doch die ganze Zeit von Tashahhud. Dann sag mal bitte den Tashahhud jetzt auf. Hab ich doch gerade eben vorhin schon gemacht. Soll ich das wieder machen? Ja, mach mal. Attahiyatu, attahibatu, assalawatu, assakiyatu lillah, richtig? Hä? Was sagst du da? Das kommt mir falsch. Raus bitte, du Teufel, ey. Ist unglaublich. Ich zitiere genauso, wie es in Maliks Muwatta steht. Und dann sagen die zu mir, was erzählst du da? Guck dir das an, weil sie verwirrt sind. Weil sie ohne Ende der Mohammed den in verschiedenen Hadithen das beigebracht hat, sagen sie auf einmal, dass das nicht richtig ist, was ich da sage. Obwohl es richtig ist. Wenn du einen Araber fragst und wie ich das ausspreche, dann ist das absolut richtig. At-tahiyatu, at-taibatu, as-salawatu, wa as-zakiyatu, lillah. Und dann, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, wa ala, Ibadillahi Salihin. Assalamu alaikum. Das war's. Das war Tashahhud. Das war Tashahhud. Das hört sich grausam an. Ja, in diesem Vers hast du dann natürlich, also in dieser Spruch, diesem Zauberspruch, hast natürlich Mohammed, muss man immer preisen und loben und alles und ihn auch direkt ansprechen. Das ist unglaublich.
Ja, peinlich, peinlich, lächerlich. Hallo? Wir haben dich gesehen. Hörst du mich? Ja. Warte kurz. Mein Internet ist gerade ein bisschen schwach. Ja. Hörst du mich jetzt, hallo? Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe halt so Muslime in meiner Klasse. Warte, ich muss mal ganz kurz was soll ich da machen? So? Ich hole dich gleich wieder rein, ich muss mal kurz Sachen erledigen. Was? Ich hole dich gleich wieder rein, ich muss ein paar Sachen erledigen. Weil mein Bruder, okay, der ist auch gerade nicht da, deswegen der hat sein Mikrofon stumm geschaltet. Ach so, okay. Bis gleich. Was? Kennen nur dieses Gebet, ne? Diese Gebet, ja bete mal, mach mal dies, mach mal das. Und dann, wenn du es auf einmal kannst, dann akzeptieren sie trotzdem nicht deine Beweise. Das ist so krank. Als würde das dann meinen Beweisen oder der Sahih Bukhari und alles Mögliche dann mehr Gewicht verleihen und meine Argumentation dann mehr Gewicht verleihen, weil ich jetzt irgendeinen arabischen Spruch aufsage. So fertig sind die ganzen Leute. Und die alle, wenn du die dann fragst, kannst du das dann übersetzen, wenn ich dir einen arabischen Text jetzt gebe, sagen die, nee, ich kann kein Arabisch. Aber von Dr. Sheikh Abu Amin verlangt die auf einmal, dass ich Arabisch kann. Selbst da gibt es einen Sheikh, der nennt sich Sheikh Farouk. Usman ibn Farouk heißt der Typ aus Amerika. Und da haben sich Leute über ihn lustig gemacht, so Pakistaner, die perfekt Arabisch sprechen, und haben mal gezeigt, wie viel Fehler der Typ macht in seinem Arabisch.
Ich hab mich totgelacht, ey. Und der will mir was, ey. Ein Scheich, der behauptet, ein echter Scheich zu sein, der kann nicht mal richtig Arabisch. Guck dir das mal an. So ein Pakistaner, ey. Einfach ein Pakistaner, der behauptet, so ein Scheich zu sein und so tut, als würde der von anderen haben, der selber gar kein Arabisch kann, ey. Hallo? Ja? Ja, grüß dich. Gott segne dich und deine Familie, grüß dich. Ja. Amir. Ja. Hallo? Ja. Ja, kann ich den Reza was fragen? Der Reza ist die ganze Zeit auf stumm. Der hat Stummschaltpaket irgendwie für sich angemacht. Ja, Mensch. Schade. Reza! Ja, erzähl. Ja, ich bin wieder da. Ja, du kennst dich doch mit den Freimaurern aus, ne? Hi, grüß dich. Ja, servus. Ja, ich kenne mich mit Feien und mit Maurern, Maurerei etwas aus, ja. Ja, kennst du diesen Coach Frankie da? Ja, bitte, was? Was nochmal? Kennst du den Coach Frankie? Hallo? Ja. Ja. Also hier von TikTok. Ja. Reza, bevor er seine Frage stellt, du musst dich dumm machen, ja, und dann beantwortest du seine Frage. Ach so, okay. Ja, ich wollte halt fragen, ob der Coach Frankie bei den Freimaurern ist. Das kann ich noch nicht ganz sicher mit Sicherheit sagen, aber ich habe schon gesehen, dass er mit großen Fischen, die schon drin sind, die involviert sind, eben zu tun hat. Ja. Und das lässt eben einen was erahnen. Ja. Da gibt es auch so eine blaue Lose, ja, ne? Ja, die Freimaurerei ist aufgebaut in den blauen Graden, genau. Und die roten Hochgrad-Freimaurerei. Ja. Ja, mach. Aber wo, hast du denn da was von ihm mitbekommen oder warum bist du so stutzig? Ja, weil der sagt doch manchmal irgendwas mit der Seele und so, dass er die Seele hat. Hallo? Ich werde jetzt eure Seelen stehlen. Ja, genau. Und ihr seid verloren. Irgendwie sowas hat er von sich gegeben und dann wurde stutzig. Ja. Weil das ist dann wenn komisch. Und auf einmal ist er auch mit Mäus. Ja. Auf einmal sehe ich den so ganz locker mit Mäus. Die haben da voll miteinander zu tun. Mit Mäus. Ich denke, was ist jetzt los? Und Mäus ist ja, ne, ist eine Nummer. Ja. Irgendwas von daher bin ich stutzig, was seine Person betrifft. Ja. Der ist sehr erfolgreich und der hat auch mit diesen großen Leuten zu tun und die großen Leute eben, also was ist gut, die sind ganz, ganz bekannt, die wahrhaftig drin sind, das weiß man ja. Muss man abwarten, ob der Coach Frankie noch irgendwelche Freimaurersignale gibt von sich, ja, bestimmte Gesten. Und dann weiß man es 100%, aber allein schon, wenn er sagt, ich werde eure Seelen jetzt stehlen und fressen und dann seid ihr in der Hölle, Ewigkeit verloren und sowas, was er von sich gibt manchmal. Aus dem Nichts. Ja. Aus dem Nichts, sagt er das. Ja. Da denke ich mal, dass er einen starken Untermieter hat bei sich im Körper. Ja, aber das packt halt immer jetzt trotzdem, ne? Ja, das hat aber nichts zu tun. Der Satan, die Freimaurerei, benutzen ja alle mögliche Glaubensrichtungen, um jeweils die Glaubensgemeinschaften zu verführen. Ja. Um sie bei der Stange zu halten. Zum Beispiel auch innerhalb des Christentums haben sich Wölfe im Schafspelz hineingeschlichen.
Satans Freimaurer, um eben auch nicht wiedergeborene Christen zu verführen. Ja, aber machen die Freimaurer Rituale oder nicht? Risa. Ja, die richtigen Hochgrad-Freimaurer, die ja Hardcore involviert sind, die sind ja Satanisten, das sind Luziferaner. Das sagt der Albert Pike in seiner Freimaurer-Bibel Morals and Dogma. Ganz, ganz offen sagte er, wir werden die Geheimnisse nicht den unteren Graden preisgeben. Die reine Doktrin der Freimaurerei, der Hochgrad-Freimaurerei, ist Luziferanismus. Luzifer ist Gott, sagte er. Ja, auch an die Tiere oder so. Tiere? Das wäre ja schön, wenn die nur Tiere opfern würden. Die machen da andere Sachen. Dass du in deinen schlimmsten Albträumen die nicht vorstellen kannst. Kennst du den Film, den Serbien-Film? Ja, mit dem Kindern da, oder was? Ja, wenn du den Film, den Serbien-Film gesehen hast, dann musst du's. Ja, das machen die ganz normal. Das ist für die so Standard. Und das ist für die verboten in Deutschland, oder? Das ist verboten in Deutschland, ja. Der Film da. Genau, das ist in Deutschland verboten, der Film. Aber halt die Handlungen. Da kannst du dir ungefähr davon eine Vorstellung machen, was die im Privaten mit Kindern anstellen. Das sind die Leute, das sind die Leute sind nach diesem Film in die Irrenanstalt gelandet, weil sie das nicht ertragen konnten. Ne? Da, weil bei dem Film merkst du ja gar nicht, also weißt du ja gar nicht mehr, ob das jetzt echt ist oder ist das jetzt ein Film oder was ist das bitte mal? Ja. Vor allen Dingen die Schlussszene, ich möchte ja nicht jetzt zu explizit werden wegen der Sperrung hier, eben die sexuelle Tätigung an den Opfern, die schon gestorben sind, ja, ich weiß. Ist immer eine Handlung, die Hochgrad-Freimaurer vollziehen. Das ist heftig. Ja, der Film heißt Es werde wie ein Film. Ein serbischer Film. A Serbian Film. Aber guckt ihn euch nicht an. Auf gar keinen Fall sollt ihr euch den anschauen. Nicht angucken. Alle Geschwister hier in der Gruppe, die da jetzt gerade zuhören, auf gar keinen Fall euch den Serbian Film angucken. Diese, vor allen Dingen die ungeschnittene Version. Aber so ungefähr und viel grausamer kannst du dir das vorstellen, das machen die dann halt mit den Kindern. Reza, was meinst du? Hat Mohammed auch mit dem Film etwas zu tun? A Serbian Film, Reza? Was meinst du? Ja, indirekt ja. Also jetzt nicht mit Baby. Aber es geht schon in die Richtung, ne? Was Ayatollah Khomeini gesagt hat. Ne? Das geht schon in Richtung Serbien-Film. Die Szene mit dem Baby. Weißt du, hast du gesehen bestimmt, ne, Amir? Ja. Genau, Ayatollah Khomeini geht da schon in die Richtung und sagt, das kann man machen, ne? Mit einem Baby. Und Mohammed halt mit 6-Jährigen geheiratet, mit einer 6-Jährigen. Und das geht alles in diese Richtung. Und viel Nackentherapie und so weiter. Ne? Ja. Von daher geht das schon alles in die Richtung. Leute, hört euch das mal an, Leute. Passt mal auf. Manchmal Azawait, Hadith, 15.400. Malafat, As-Sahaba, Hadith 273, Buch von Kanz al-Umal 37609. Pass mal auf, Fatima bin Assad, die Mutter Alis, verstarb zum Zeitpunkt ihres Begräbnisses.
Warte, ich muss mal ein bisschen mehr. Ihres Begräbnisses zog sich der Gesandte Allahs sein Hemd aus und kleidete Fatima, der toten Frau, damit ein. Daraufhin legte sich der heilige Prophet zu ihr ins Grab. Und nachdem sie begraben war, befragten ihn die Leute über den Grund dieser Tat. Also weshalb er sich in das Grab legte, so sprachen sie: Prophet Allahs, du hast etwas getan, das keiner vor dir getan hat. Der heilige Prophet antwortete: Ich zog ihr mein Hemd an, damit sie die Kleidung des Himmels tragen würde. Und ich vollzog mit ihr in ihrem Grab den Verkehr, um ihr die Last des Grabes zu erleichtern. Für mich war sie eine der besten Frauen überhaupt. Oh, wei, wei, wei. Ja, ich kenne, ich habe davon gehört. Was ist das denn, Mann? Ja, ich habe davon gehört, das ist hardcore, das ist richtig hardcore. Was ist das für ein Mensch gewesen, Mann? Ja, die Muslime müssen darauf antworten. Die Quellen sind ja da, ne? Die können sich aufschreiben und sich erkundigen. Ja, das Ganze befindet sich in Majma al-Zawaid, wa Mamba al-Fawaid, Hadith 15.400. Marifat al-Sahaba, Hadith 273. Und das Buch Kanz al-Umal, Hadith 37.609. Also drei Quellen. Ja, ich kann nicht reinschreiben, das geht nicht. Majma al-Zawaid, Hadith 15.400. Marifat al-Sahaba, Hadith 273. Und das Buch Kanz al-Umal 37609. Unglaublich, ihr Lieben, ne? Um ihr die Bürde des Grabes zu erleichtern, steigt Mohammed in das Grab hinein und, ja. Nein, das ist keine Schia-Quelle. Majma al-Zawaid ist von Sunniten. Und auf der Grundlage dieses Hadithes oder der Überlieferungen hat ein ägyptischer Gelehrter eine Fatwa erlassen, in dem der Mann bis zu 24 Stunden nach dem Ableben der Frau mit ihr noch Verkehr haben darf. Wahnsinn, ne? So geisteskrank ist das Ganze. Wenn die Muslime nur sich in der Tiefe damit auseinandersetzen, ganz Deutschland und Europa würde den Islam auf so Tour machen. Ja, die müssen sich damit befassen erstmal. Ne? Man muss ihnen Zeit geben. Aber das habe ich auch schon gehört, ne? Dass man eben auch nur mit seiner toten Frau bis zu einer gewissen Grenze auch SEX haben kann nach ihrem Tod. Ja. Das ist hardcore. Und dann fragen die Muslime mich: Warum verhasst den Islam denn, verlassen wir da? Das ist ja noch die Spitze des Eisberges. Das musst du dir mal vorstellen, Lisa. Ja, das Problem ist ja, dass die meisten Muslime eben nur diese Walt Disney-Version von ihren Eltern oder so, ne, mitbekommen haben. Und 99,99% der ganzen Quellen von Islam sind denen ja unbekannt. Und die werden auch gezielt, Amir. Die werden gezielt unter den Teppich gekehrt, weil eben ein Abul Bara auch hier schön Bürgergeld haben will und so weiter. Ja. Und gut leben will. Ja. Ja. Und nicht verhasst sein will von seinen eigenen Glaubensgeschwistern, wenn er solche Themen anspricht. Ja.
Es ist alles nur reiner Egoismus und Selbstschutz. Warum ja, wer würde denn übrig bleiben, wenn Abu Balah ehrlich wäre und das mathematisieren würde? Die ganzen Leute würden aufstehen und sagen, was ist das für ein Haufen Müll? Ja. Und so denken die dann, obwohl die Quellen da sind, dass du, Amir, das alles fabrizierst, weil sonst würden ja ihre Gelehrten ihnen das sagen. Also existieren diese Dinge gar nicht. Ja. So einfach gestrickt sind die. Die trauen ihren eigenen Augen nicht, wenn die das von dir, also so an die Quellen zu sehen bekommen. Die glauben nicht, was sie sehen. Ja, es sieht aus, sie glauben. Selbst wenn die im Koran oder in den Hadithen nachschauen, Amir, selbst wenn die nachschauen, was du denen zeigst, und die sehen das vor ihren Augen, die glauben es nicht. So, das ist Gehirn, das ist Indoktrination. Ja. Das ist, wenn du als Baby Gehirn gewaschen wurdest, dann ist es unglaublich schwer später, das Ganze rückgängig zu machen. Weil das Gehirn erlaubt es nicht. Warum? Das Gehirn ist so konzipiert, dass er über längere Zeitraum erlernte Prinzipien nicht einfach so über den Bord werfen kann und nochmal neu beginnen kann. Das ist für das Gehirn viel zu anstrengend. Er möchte Alterlerntes, was du über dein Leben lang halt gesammelt hast und gelernt hast, beibehalten, weil das angenehm ist für ihn. Er möchte am liebsten, dass du so faul bist und dass du einfach nur in der Ecke rumliegst. Mehr nicht, dass du überlebst. Das möchte er. Und wenn du darüber hinausgehst, dann ist das immer mit Anstrengung verbunden. Und das mag das Gehirn nicht. Deswegen klammert er eben Wahrheiten aus, die unangenehm sind. Weil er nicht neu beginnen will, wieder das ganze Leben wieder von neu beginnen. Das ist anstrengend für die meisten. Ja, guten Tag. Hey. Ja. Kennst du? Nee, ist schon gut. So läuft das ab. Und dann ist es natürlich schwierig, gegen das Alterlernte anzukommen. Das Gehirn ist dann so programmiert, dass er das nicht mehr loslässt. Das nennt man Ignoranz. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mehrmals erklärt, warum Gott Ignoranz in uns hineingelegt hat als Schutzfaktor. Damit wir traumatisierende Dinge nicht einfach so an uns ranlassen sollen. Zum Beispiel, wenn so ein Kriegsverbrechen vor deinen Augen geschieht oder ein Mord oder sowas. Damit du das auch schnell verarbeiten kannst. Damit du das nicht an dich ranlässt. Deswegen gucken ja auch zum Beispiel Menschen weg. Wenn die zum Beispiel einen toten Menschen, der gerade durch einen Autounfall ums Leben gekommen ist. Auf der Straße, ja, auf der Autobahn, wenn jetzt einer zerfetzt ist irgendwo bei einem schweren Unfall, da gucken die Leute nicht hin. Richtig? Ja. Das ist ein Schutzmechanismus. Der Mensch weiß das. Er darf das nicht sehen, sonst traumatisiert er es ihn. Das heißt, dieser Abwenden des Kopfes von der Wahrheit ist ein Schutzmechanismus, damit du ignorierst, damit du dich eben schützt. Aber das war nicht dafür gedacht, dass du die Wahrheiten, die aber dich selbst betreffen und deine Ewigkeit betreffen, ausklammerst und ignorierst. Man kann dieses Schutzmechanismus, was Gott uns gegeben hat, das Ignorieren auch eben falsch ausnutzen, also falsch benutzen. Ja. Was die meisten Menschen leider machen, ne? Er ist denn da mit uns die ganze Zeit und redet kein Wort? Ich glaube, das war der mich gefragt hat über Coach Frankie, ne, ob der auch involvierter Freimaurer ist. Ich muss mal kurz wieder zurück. Kurz, ich bin gleich wieder da. Das ist eigentlich nicht mehr normal. Ja, da seht ihr mal, ne? Sobald diese Themen auftreten und ich das höre auf einmal mit Serbian-Film und das Ganze kannst du dann sofort übertragen auf Mohammed und seine Religion. Ne? Das ist Wahnsinn. Alles kommt in den Film vor und du kannst fast alles belegen, was dort passiert.
Ja, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ne? Ich dachte jeden Moment, ich muss kotzen, ehrlich. Ich dachte, ist das gerade echt? Ist das ein Film? Was ist das, Mann? So verstörend hat das auf mich gewirkt. Ja, das ist mit der schlimmste Film aller Zeiten. Der Regisseur wurde danach gesucht und die wollten in Nackentherapie verpassen, weil Menschen in die Irrenanstalt gelandet sind nach dem Film. So krank ist dieser Film. Weil der widerspiegelt unsere widerliche Gesellschaft, in der Menschen, die Geld haben, Dinge tun, die weit über unserer Vorstellungskraft liegen. Es ist egal, welcher Film. Das wurde jetzt tausendmal hier reingeschrieben. Jetzt. Am besten nicht den Film gucken. Das ist ein ganz, ganz verstörender und abstoßender Film. Der Regisseur, der den Film verfasst hat, der muss abgrundtief böse sein. Ja, super. Schauen wir den Film jetzt an. Ja, aber an die ungeschnittene Version kommst du so leicht nicht dran. Betet lieber den Herrn Jesus Christus an. Habe ich mir jetzt letztens auch den zweiten Teil von dem Film Terrifier gesehen. Der ist auf Amazon Prime. Das ist so ein Clown. Auch viel Schlachterei, ne, in dem Film. Im ersten Teil, Ami, habe ich dir schon erzählt? Vom Terrifier? Ja, hast mal was erwähnt gehabt, aber ich erinnere mich nicht. Sag nochmal. Ja, also das ist so ein Clown, der eben alles abschlachtet, gnadenlos. Aber am Anfang des Films kommen zwei Mädels und der sucht sich, also er wählt eine von diesen Mädels aus, also die eine ist blond, die andere ist schwarzhaarig, also so semitisch, das schwarzhaarige Mädchen. Und er wählt das schwarzhaarige Mädchen aus und sein Blick ist nur auf dieses Mädchen, auf diese Frau gerichtet, auf die schwarzhaarige. Die Blonde redet zwar auch mit dem Clown, aber der beachtet die überhaupt nicht. Der ist nur auf diese Schwarzhaarige fokussiert. Und der geht hin und holt aus dem Kaugummiautomaten einen Liebesring. Und schenkt das der Schwarzhaarigen. Eine, so eine Art kleiner Mini-Hochzeitsring. Und die Schwarzhaarige verwirft diesen Liebesring. Und dann beginnt die Schlachterei. Die Verfolgung dieser Schwarzhaarigen. Und in der Mitte des Films nimmt irgendeine Frau so einen riesen Nagel und haut das dem Clown in seinen Fuß rein, durchbohrt seinen Fuß mit dem großen Nagel. Wahnsinn. Und am Ende stirbt der Clown und steht von den Toten auf. Wahnsinn. Nur wer ist diese schwarzhaarige Frau, die seine Liebe zurückgewiesen hat? Was symbolisiert diese schwarzhaarige Frau, Amir? Jesus Christus und die Braut Christi. Ja, aber wir sind ja seine Braut, wir haben ja seine Liebe angenommen. Ich meine sein untreues Volk Israel. Genau, richtig. So sieht's aus. Sein untreues, ehemaliges, irdisches Weib. Und er geht gnadenlos mit den Sündern um. Gnadenlos, dieser Clown. Schlachtet alle ab. Und im zweiten Teil, da ist er auch wieder ganz normal am Schlachten. Und da ist Jesus Christus plötzlich nicht mehr der Clown, sondern die Frau, die Hauptdarstellerin. Auch die stirbt,
steht von den Toten auf. Achso, die Hauptdarstellerin Amir, die wird in die Seite gestochen. Die wird durchbohrt in ihre Seite, stirbt, kommt ins Wasser, Amir, Taufe, Wasser und kommt aus dem Wasser raus zum Leben und besiegt dann den satanischen Clown. Und natürlich die Menschen, die einfach nur so einen Splatterfilm sehen wollen, die verstehen ja die ganze Symbolik nicht da drin. Die verstehen das ja nicht. Weil ihnen das nötige Bibelwissen fehlt und noch der Heilige Geist. So ist das in jedem Film. In jedem Film. Ich bin selber sprachlos, selbst wenn ich denke, ach komm, so ein billiger Splatterfilm, so Abschlachtereifilm, da ist bestimmt nicht Jesus Christus drin. Und ich werde immer wieder eines Besseren belehrt. Und es schockt mich immer wieder. Es schockt mich immer wieder. Heftig. Ich werde wahrscheinlich hier auf TikTok wieder ein neues Video machen, ein Kurzvideo, gerade über den Terrifier, erste und zweite Teil. Dann machen wir wieder einen Livestream. Ich mache jetzt auch mal wieder meinen Livestream. Ich versuche jetzt am Wochenende die Verfälschung des Korans endlich mal durchzuboxen. Ja. Also der gesamte Koran, die islamische Geschichte ist eine einzige Katastrophe. Was ich herausgefunden habe durch die ganzen Aussagen der Gelehrten, du gehst kaputt, ehrlich. Die Leute denken, das ist so ein Witz oder was? Ja. Ja, da bin ich gespannt. Ja. Da sollen die Leute sich Screenshots voll machen. Ich lese das alles dann vor. Gehen wir alles Stück für Stück durch. Systematisch. Ja, da bin ich mal gespannt. Wann machst du das? Samstag? Ich denke ja, wenn ich das jetzt zeitlich mal schaffe und die Zeit zum K.O. bin, dann mache ich das mal fertig. Ja, genau. Ja, genau. Cyborg, der Jean-Claude Van Damme, der gekreuzigt wird, in die Seite gestochen wird. Dann kommt er vom Kreuz runter und besiegt den Satan, diesen Typen da, der ein Reptil Klamotten trägt, so Reptilienklamotten, und er hat umgedrehtes Kreuz als Ohrring. Also, ja. Aber wer das alles mitbekommen hat damals, als ich diese Livestreams gemacht habe, der ist gut bewandert jetzt. Ja, es ist nahezu in jedem Film verpackt. Und da sieht man eben, wie wirklich der Satan im Hintergrund wirklich die Fäden zieht, Hollywood alles im Griff hat. Dass er wirklich diese Welt leitet, komplett leitet, über diese Elite dieser Welt, die Macht haben. Die Macht haben die bekommen von ihm, damit sie halt gutes Leben haben, hier Macht haben, wie Götter hier auf der Erde leben, aber dafür sind die aber ewig verloren, ne? Und die müssen alles dran setzen, so viele Seelen wie möglich vom Herrn Jesus abzulenken, damit sie eben verloren gehen. Das ist der Deal, der Satan mit ihnen gemacht hat. Ihr müsst immer wieder, wenn ihr einen Film schaut, ihr Lieben, immer mit dem Bewusstsein direkt von Anfang an den Film gehen, da ist Jesus Christus wieder verschlüsselt da drin. Ich muss mich konzentrieren jetzt. Und dann seht ihr das. Ihr müsst mit Glaube daran gehen und mit Konzentration. Da seht ihr das. Da ist das wie ein offenes Buch für euch. Normalerweise auch, Amir, nicht nur nach deiner Arbeit, sondern nach meiner Arbeit, wo ich dann halt die ganze Realität dekodiert habe, die Geheimnisse offengelegt habe. Normalerweise hätte jeder, der meine Arbeit gesehen hat, unweigerlich die Realität hinter sich lassen müssen und zum Herrn Jesus kommen müssen. Der Realität, also der Wenigstens war der Hansi einmal in seinem Leben ehrlich, als er gesagt hat, dass du wirklich Ahnung hast und dass er auch die Sachen herausgefunden hat, die du herausgefunden hast. Aber sobald es um Jesus Christus ging, hast du gesehen, wie er auf einmal ganz schnell die Flucht ergriffen hat, gesagt. Ja, der geht immer schnell raus. Weil er weiß, dass Satan ein Problem mit Jesus hat und nicht mit Islam oder sonstiges. Ja. Da sehen die plötzlich, dass ihre Religion eben in der Realität überhaupt keinen Sinn macht. Überhaupt nicht.
und dass die Bibel eben unsere Realität dekodiert. Leute, 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, alle tippen, jetzt tippi tippi, alle jetzt. Tippt um euer Leben, ihr Lieben. Tippt, bis es dem Ami aus dem Hals raushängt. Bis er keinen Bock hat mehr auf Tippen. Tippt so viel, dass er keinen Bock mehr hat auf Tippen. Ja, wir müssen wieder in höhere Ränge kommen. Dass uns durch Likes können wir das Ganze dann vollziehen. Ja, natürlich. Einfach auf den Bildschirm tippen. Viele, viele liebe Herzen schicken dem Amir. Der braucht viel Liebe. Er ist jung und braucht das Herz. Er braucht die Liebe. Amir ist jung und braucht das Herz. Er braucht die Liebe. Ja, meine Sichtbarkeit wurde eingeschränkt, ihr Lieben. Wieder. Was hast du denn für eine Frage, Mann? Seht ihr, wie meine Frage ausweicht? Was ist das denn? Komm doch hoch, ey. Ich kann doch nicht die ganze Zeit auf den Dings achten hier. Hörst auf jetzt. Da, komm hoch. Islam, Gott, okay. Satan, alles Mögliche. Okay, schau mal. Bei euch Christen ist der Gott auch allmächtig, oder? Bitte was? Bei euch Christen ist ja Gott auch allmächtig, ne? Ja, natürlich, klar. Okay, der hat ja das Universum und alles erschaffen, ne? Er hat alles erschaffen. Okay, in 6 Tagen. Und am 7. Tag musste er sich ausruhen. Was? Am 7. Tag hat er ausgeruht. Musste sich erholen, oder was? Also du denkst, wenn da steht und er ruhte, dann denkst du, dass der wie so ein Mensch so sagt, oh, das war jetzt so anstrengend, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen, ne? Alles gut, mein Bester. Alles gut, kein Problem. Ist das dein Ernst gerade? Alles gut. Also mein Gott musste sich nicht ausruhen, ja? Wie, dein Gott musste sich nicht ausruhen? Mein Gott, an den ich glaube, der hat sowas nicht wie eine Erschöpfungsphase und so weiter und so fort. Ach nein, bist du dir sicher? 100%. Okay, was, wenn ich dir das Gegenteil beweise? Ich bin überzeugt in dieser Sache mehr als das, als ich mich hier anfassen kann. Nochmal, was sagst du? Ich bin überzeugt in meiner Religion mehr als ich die Küste, die ich jetzt vor mir sehe und anfassen kann, so überzeugt bin ich in das, an was ich glaube. Ja, aber was, wenn Allah sich genauso dann ist der Gott nicht allmächtig. Wenn er sich erholen müsste und wenn er sich, eine Pause, das war zu viel für ihn, dann ist das kein Gott. Und er ist nicht allmächtig. Mein Lieber, du hast aber ein ganz komisches Verständnis von er ruhte. Das heißt doch nicht, dass Gott sich jetzt ausruhte, weil er fix und fertig war, weil er die Welt und alles geschaffen hat. Was ist das Gott für ein Verständnis, auch nicht, weil er ähnelt nicht der Schöpfung. Er ruht, ja, er braucht nicht. Warum hat denn Allah dann ein Bein? Die Attribute der Menschen hat ein allmächtiger Gott nicht. Ja, okay, warum hat er dann ein Schienbein? Hat er auch nicht. Hadithe sind so viele Hadithe sind verfälscht, wo ich selber als Muslim an das gar nicht glaube. Ja, siehst du, dann bist du ja gar kein Muslim, Mann. Koran, doch, laut diesen Salafisten bin ich vielleicht kein Muslim, aber laut vielen und der Mehrheit auf dieser Welt sind Salafisten zum Beispiel keine Moslems. Ja, aber du kannst doch nicht einfach Sahih Bukhari ablehnen, das ist doch Quatsch, Mann. Doch, kann ich. Auf jeden Fall, es gibt so viele sunnitische Gelehrte in Arabien sogar, die lehnen Bukhari ab.
Ich bin der Tausende. Ja, weil die gemerkt haben, dass Bukhari nur Schrott erzählt. Nein, aber diese egal. Diese ganze Religion ist der einzige. Bukhari ist nicht Koran. Bukhari ist auch nicht der Maßstab für viele Muslime auf dieser Welt. Es gibt Sekten, ja. Der Teufel hat es geschafft. Das hat auch der Prophet gesagt. Muslime ist das aber ihr Maßstab, mein Lieber. Unsere Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Das wurde vor 1400 Jahren gesagt. Nur eine davon ist gerettet. Ja, ja, welche denn? Was denn? Ja, welche wird gerettet? Die Gruppe, die sich den Sunniten, Schiiten und keiner anderen Sekte, die sich anders nennt als Muslim, ja, die Gruppe. Keiner Gruppe ja, was bedeutet denn Sunni? Ich bin kein Sunni, ich bin kein Schiite, ich bin gar nichts. Ich kann der Sunna des Propheten auch ohne ein Sunni zu sein folgen. Oder ohne ein Schiite zu sein folgen. Muss ich nicht. Das kam alles nach dem Propheten. Ja, aber du brauchst doch irgendeine Glaubensgrund. Der Koran ist das Wichtigste. Das ist eigentlich das, was herabgesandt wurde. Das andere kam alles nach dem Propheten. Ohne Hadithe. Was für Hadithe? Guck mal, weißt du, wie viele Hadithe erstmal gelogen sind? Die sind als authentisch eingestuft worden, obwohl die ganz authentisch sind. Ja, das ist ein Problem, dass du mit deiner eigenen Religion hast. Damit habe ich ja nichts zu tun. Du führst einen eigenen Krieg gegen deine eigene Religion. Das hat mit Allah, mit dem Koran und mit unserem geliebten Propheten nichts zu tun, weil das kam alles nach ihm. Alles kam nach ihm. Also du bist nur Koranite. Ich bin auch die Sunna, aber ich passe sehr gut auf, von wem, wie, wo, was. Wenn ich etwas. Also er pickt sich die Rosinen raus. Er pickt sich die Rosinen raus, die ihm gefällt, und die harten Sachen, die ihm nicht gefällt. Es gibt eine klare Regel. Der hier ist der größte Gelehrte des Islams. Der zeigt jetzt Al-Bukhari und Ibn Kathir, Jeder Hadith, der nicht mit dem Koran übereinstimmt, werft das weg. Ja, ist Kinderheirat denn mit Koran vereinbar? Wieder? Ist Kinderheirat mit Koran vereinbar? Es ist gelogen, überhaupt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ja, ein Kind geheiratet hat. Das steht auch nur in den verlogenen Hadithen. Ja? Aber im Koran, erinnerst du sowas nicht? Hast du sowas im Koran gefunden? Nein. Ja, natürlich. Das benutzt du, du Teufel. Du benutzt das. Ja, such doch mal einen Beweis im Koran, dass Mohammed ein Kind geheiratet hat. Du findest das nur in Hadithen. Du findest das nur in Hadithen. Ja? Und das am Anfang, was ich gesagt habe, reicht doch. Unser Gott muss sich nicht ausruhen, wenn er etwas schafft. Der ist allmächtig, immer, zu jeder Zeit und in jeder Sekunde. Er kommt Länder, nicht aus Kondition. Warte, sei mal kurz still. Wir können nicht alle gemeinsam hier reden, das geht nicht. Ja, Laser, bitte. Der denkt also, dass der Gott nach dem sechsten Tag, als er mir alles geschafft hat, sowieso ein Mensch sich ausruht. Er sagt so, warte, guck mal. Oh, ja, Feierabend. Endlich mal so Füße hoch, Bierchen trinken. Ne? So denkt er, dass er endlich so nach Feierabend. Oh, aber das anstrengend. Jetzt erstmal kühles Bierchen. Am besten alkoholfrei. Nein, mein Lieber, so ist Gott nicht. Wenn er sagt, er ruht, das heißt, er ist wieder zu seiner ewigen Ruhe. Eingekehrt, wieder dahingekehrt vor der Schöpfung, diese ewige Ruhe, die Gott hat. Wenn wir sagen, Ruhe in Frieden, dann sagen wir zu jemandem, der gestorben ist, dass er wieder in die Gottesruhe einkehrt. Amen. Diese Ruhe ist damit gemeint, nicht Feierabend und Füße hoch. Er muss sich doch keine Zeit nehmen für Ruhe. Das ist der allmächtige Gott, der alles Universum geschaffen hat. Er ist doch ewige Ruhe. An was für ein Gott glaubt ihr denn? Was ist das? Wenn du zum Beispiel jetzt nach dem Tod zum Gott kommst, willst du, dass da so richtig Paukenschlag um deine Ohren sind bis Ewigkeit? Also Gott hat nicht die Bedürfnisse, was ein Mensch hat. Ja? Du, ich rede über deine Bedürfnisse.
Willst du das dein, Bedürfnis, jemand ich bin ist, ein der die ganze ich Zeit Drum and Bass spielt an deinen Ohren? Ja, ich muss mich hinlegen. Willst du 24 Stunden ja, klar. Aber Drum and Bass an deine Ohren haben? Ja? Aber der ist so am Reden, Mann. Der will ja gar nicht zuhören, der Typ, Mann. Hör mal bitte kurz zu. Möchtest du, wenn du zu Gott kehrst, dass du 24 Stunden in bis in aller Ewigkeit, dass Gott ein Drum um deine Ohren schlägt, die ganze Zeit Drum, ta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 t. Würdest du nicht nach zwei Sekunden sagen, hör auf, dass du laut, ich hab das zu Krach, ich brauch Ruhe? Und Gott braucht das? Du! Ich rede nicht von Gott, du! Brauchst du das ja oder nein? Aber was hat das mit mir zu tun? Wir reden jetzt gleich. Das gibt's doch nicht sowas. Was hat das aber mit mir zu tun? Was hat das aber mit ja, willst du denn Ruhe nicht haben? Willst du Krach oder willst du Ruhe haben? Ja, aber was willst du mich jetzt vergleichen mit Gott? Oder was soll das? Was ist das für ein Schwachsinn? Nein, aber es muss doch Sinn machen, wenn wir zu Gott kommen, dann möchten wir endlich in die Ruhe einkehren von diesem Chaos dieser Welt. Du siehst doch, dass diese Welt natürlich, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Das Problem ist, wo Gott alles erschaffen hat in 6 Tagen, am 7. Tag musste er ruhen. Was ist das für ein Schwachsinn? Am 7. Tag. Aber am 6. Tag ja. Musste er ruhen. Von was? War das alles zu viel für ihn? Seine Ruhe zurückkehrt. War das alles zu viel für ihn? Nein, es vor der Schöpfung war Gott in seiner ewigen Ruhe. Er ist unabhängig von diesen ganzen Sachen. Er regt sich nicht auf und egal, auch wie die Menschen sündigen, ja, er ist der Unabhängige und alles ist abhängig von ihm. Ich habe ja nichts anderes gesagt. Er hat existiert, wo nicht existiert hat. Wo nicht existiert hat, hat er existiert. Genau. Hat keinen Anfang und kein Ende. Ja? Genau. Amen. Und dann schafft er eine Welt, Universum, die Menschen, keine Ahnung, in 6 Tagen. Und am 7. Tag muss er ruhen. Genau, da kommt wieder die Ruhe rein. Weil also, nach der Schöpfung muss es ja wieder zur Ruhe kommen. Guck mal, ich wünsche euch, egal welche Religion, egal was, lasst mal jetzt das. Das zieht sich bis morgen früh. Weißt du, was ich meine? Ich wünsche euch vom Herzen alles Gute, Rechtsleitung, alles, was man so benötigt im Leben, okay? Ich wünsche dir auch viel Geld für ohne für Hintergedanken, Schutz. Ohne Hintergedanken, ich auch, ohne ich, mich. Ich wünsche dir auch viel Schutzgeld nach Sure 9, Vers 29, wenn du das von den Christen nimmst. Wenn du ich sage dir jetzt ehrlich meine Meinung, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Geld. Du provozierst wieder, dass du weißt schon wieder, dass du... Nein. Ich wünsche dir auch viel Schutzgeld, viel. Ah, da ist er auf einmal weg. Der hat doch gesagt, er ist ein Koranit. Auf einmal gefällt ihm dein Koran nicht und läuft davon. Nein, ich wünsche dir viel, dass du viel Geld machst bei Schutzgeld nehmen. Nach Sure 9, Vers 29, wenn du zu den Christen kommst und von ihnen in voller Unterwerfung von ihnen Schutzgeld nimmst, wünsche ich dir viel Geld, dass du reich wirst dadurch. Ja? So läuft das. Nein, ihr Lieben, diese Ruhe, die da steht, ist eben diese ewige Ruhe, in die wir einkehren werden. Weil die Menschen in dem Feuersee, in der Hölle, die verloren gehen, die haben keine Ruhe Tag und Nacht. Das steht ja auch in Offenbarung Kapitel 20, die eben keine Ruhe finden in der Ewigkeit, im Feuersee. Die werden also, und wir gehen halt in die ewige Ruhe ein. Das sagt der Herr Jesus ja auch. Also Gott sagt es ja in der Schrift. Ich schwöre bei mir selbst, dass sie nicht in meine Ruhe einkehren sollen. Diese Ruhe, die Gott uns gibt, nach diesem Wahnsinnsleben, ihr Chaos auf dieser Erde, das ist eine Ruhe, die wirklich paradiesisch ist. Richtig? Nach einem langen Arbeitstag, was brauchen wir? Ruhe. Deswegen hatte Gott ja auch den Schlaf, Erholung gemacht und deswegen geht der Mensch nach einer chaotischen Zeit in seiner Arbeit, geht er irgendwo hin in die Natur, wo absolute Ruhe ist. Kein Mucks, kein Nix. Wo er nichts hört. Also er braucht Ruhe. Und das ist ein Symbol, dass wir nach unserem Leben, nach unserem Wahnsinnschaos hier in unserem Leben, in die ewige Ruhe eingehen dürfen. Wo wir nicht mehr belastet werden. Wo kein Geschrei ist, kein Chaos, kein Auto, LKW quietschen beim Bremsen.
Ja. Aber er liebt das ja, wenn er zum Beispiel an so einer Autobahn lebt, Amir, und die LKWs jede Sekunde vorbeirasen mit großer Krach. Er liebt das. Er liebt ja nicht die Ruhe. Ne? Und deswegen denkt er, sein Gott ist jemand, der eben dass dieses Chaos, diese Lautstärke liebt. Und das stimmt ja auch. Der Gott der Bibel ist der Gott der Ruhe. Und der Gott des Islams ist nicht eben der Gott der Ruhe. Hat er ja gerade gesagt, euer Gott ist ein Gott der Ruhe, will ich nicht haben. Der ist ruhig. Der will mir nur Ruhe geben. Hat er gesagt, er will das nicht. Er will also diese quietschende Reifen im Himmel hören. Ja, oder diese Harley Davidson, diese laute Ausdruck, diese Mofas, diese Stückchen vor dir, wenn die herfahren, mit dieser Lautstärke. Das ist sehr schön, wenn man das hört. Der braucht, hat er gesagt, das ist gut. Der braucht keine Ruhe. Ne? Und deswegen wird er das bekommen. Stell dir mal vor, Amir, im Feuersee. Hörst du, bist in aller Ewigkeit dieses von diesem Moped, dieses Sound an deinen Ohren. Boah, bist in aller Ewigkeit, schön. Ununterbrochen. Sehr, sehr schön. Dann wird er sich daran erinnern, oh, da hat er recht mit Ruhe. Ich will Ruhe haben. Der Riese hat ja damals recht, dass er über Ruhe mit mir gesprochen hat. Und dann ist es zu spät. Da muss der Mofa-Geräusche hören, 24 Stunden im Feuersee. Aber dann ist es zu spät. Weil hier auf der Erde muss man Gehirn einschalten. Nicht später. Später, wenn du die Reise angetreten bist, dann ist es zu spät. Da musst du eben weitermachen in aller Ewigkeit. Stell dir mal vor, du bist im Feuersee und dann kommt einer an dir vorbeigerast mit diesem Mofa und schreit selber. Weil wieder eine andere an dem vorbeifährt mit Mofa. Amir, und das mit allen Menschen, die im Feuersee sind. Und die haben Tag und Nacht keine Ruhe. Tag und Nacht keine Ruhe. Das zusätzlich zu dem Brennen. Reza, was sagst du zu Psalmen 78, Vers 65? Gott schläft und ist quasi wie ein Betrunkener aufgewacht. Das ist falsch übersetzt. Da steht bei euch in der Bibel, da ist nichts falsch übersetzt. Nee, warum ist falsch übersetzt. Nee. In der Bibel kann man nicht übersetzen. In der Bibel steht, Gott schläft. Lest alle nach, Psalm 78, Vers 65. Alles falsch übersetzt, mein Lieber. Das kann man nicht übersetzen. Alles klar. Hast du noch eine Frage? Nein, du bist ein Lügner, da steht in der Bibel, Gott schläft. Ach so, ich bin auf einmal Lügner. Aber wenn man euch fragt und ihr sagt, wenn ihr euch in die Ecke gedrängt fühlt, ja, ist falsch übersetzt. Arabisch kann man nicht übersetzen. Das seid ihr nicht Lügner. Du Heuchler. Du Superheuchler. Da seid ihr auf einmal nicht Lügner. Aber wenn ich das an euch anwende, siehst du einmal die Ungerechtigkeit, wie der sich aufgeregt hat? Hast du gesehen? Ja. Wenn man die Ungerechtigkeit an ihnen praktiziert, dann wird er sauer. Die Lügnerei und die Heuchelei, die man an dem praktiziert. Du bist eine Luga! Du bist eine Lugner. Du bist eine Lugner. Versteht ihr Lieben, wie man das macht? Sobald ihr, noch nicht mal, selbst wenn ihr wisst, dass das wahr ist, was natürlich steht, dass da alles so drin. Ihr müsst aber immer die Nerven, müsst sofort sagen, falsch übersetzt. Damit sie die Medizin, ihre eigene Medizin kosten. Was wir 10-20 Jahre durchgemacht haben mit ihnen in Gesprächen, mit falsch übersetzen. Sofort falsch übersetzen. Alles. Wenn euch etwas unangenehm ist, ihr müsst gar nicht antworten. Sofort falsch übersetzen und dann ist dann habt ihr Ruhe. Ja, aber ehrlich. Und dann, nur falsch übersetzt, damit kommt man weiter. Ja, und dann fragt ihr die wieder direkt. Im Gegenzug fragt ihr was im Koran. Und weil die natürlich Heuchler sind, wenn sie sagen, falsch übersetzt. Und dann sagt ihr, okay, alles klar, hast du noch eine Frage? Und dann fragen die wieder was zu der Bibel. Und dann sagen die, was sagt ihr denn dazu? Und dann musst du wieder falsch übersetzt. Und das muss bis in aller Ewigkeit dieses falsch übersetzt gegeneinander. Immer. Bis in aller Ewigkeit. Bis zum Tod. Falsch übersetzt. Bis das Gehirn von dem 1 Gramm Masse bekommt. Bis nach 10 Jahren ununterbrochen falsch übersetzt, dass die sich an den... Moment mal, das ist ein bisschen behindert, dieses falsch übersetzt die ganze Zeit. Das muss man sein lassen und ein bisschen normaler werden und gucken, was da steht. Und nicht sagen, falsch übersetzt. Ihr müsst dieses Spielchen mit denen so treiben,
bis sie das Gehirn einschalten, einmal in ihrem Leben. So sieht das aus. Falsch übersetzt. Und dann seid ihr schön immer raus. Und die müssen sich aufregen. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Da. Und hört ihr mich? Ja. Und zwar eine Frage. Ich bin eine Person, die gerne hinterfragt und beschäftige mich viel mit Glauben. Hallo? Ja, ich höre zu. Ich höre zu. Was? Nein, da haben die Wahl noch nicht drin. Woran unterscheiden wir Zionisten und Juden? Oder sind beides dasselbe? Die zionistische Bewegung, eben von Theodor Herzl im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen, um eben den Juden auf der Erde eine Stätte zu bereiten, wo sie sicher leben können, ohne Verfolgung, ohne Mord und Totschlag. Und zwar wo eben ihre Väter und ihre Glaubensväter, so wie das in der Bibel steht, Abraham, Isaac, Jakob, David, Salomo, gelebt haben. Nämlich in Jerusalem. Da wieder zurückzukehren, ihren Heimatort. Das ist Zionismus, aber ist es nicht. Okay, bist du der Meinung? Was heißt Meinung? Ich habe einen festen Bestandteil drauf. Sind für dich Zionisten und Juden das Gleiche? Juden sind Zionisten, Zionisten sind Juden. Es gibt Juden, die eben gegen den Staat Israel sind, aber die Masse der Juden sind für den Staat Israel. Jetzt kommt die Aber Frage. Wenn du mich fragst, ob ich jetzt für diesen Staat bin, nein, natürlich nicht. Dieser Staat Israel ist ja nicht unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Erst wenn er kommt am Ende der Gezeiten und in Israel herrscht, in Jerusalem, über die ganze Erde, das ist dann der wahrhaftige Israel und der Staat Israel. Aber dieser jetzige Staat, der eben erlaubt, zum Beispiel in Tel Aviv, diese Homo-Paraden und so weiter, das ist ja nicht von Herrn Jesus. Das ist eine menschliche Regierung, die unter der Herrschaft des Satans steht. Wie alle anderen Regierungen dieser Erde, die unter der Herrschaft des Satans. Bis der Herr Jesus zurückkommt bald und ihm diese Herrschaft wegreißt aus seinen Händen. Also ich beschäftige mich viel mit der Bibel und ich muss hinzufügen, dass ich mir eindeutig sicher bin, dass Jerusalem nicht fallen wird und Israel ganz Jerusalem ohne arabisch-muslimischen Ursprung, falsches Wort für Ursprung, Einheimische übernimmt. Weil das ist ja das Ziel. Sind wir uns da einig? Ja, genau. Wenn der Herr Jesus zurückkommt, wird er alle Götzen aus Israel wegtun, also eben auch Richtig. Allah und so weiter. Ja. Jerusalem kann nicht fallen, weil der Herr Jesus Christus zurückkommt. Richtig? Ja, genau, richtig. So, wir können eigentlich sicher sein, Herr Reza, verzeih mir, aber bei dir rauscht es sehr, sehr stark. Wir können uns eigentlich sicher sein an alle Personen, die hier drin sind. Israel wird nicht fallen. Israel wird nicht fallen. Und Ami, da bist du, glaube ich, meiner gleichen Meinung. Also Moment, wir müssen die Prophezeiungen beachten. In Sacharja 13, Vers 8 sagt ja Gott, dass er sein Volk, die Israel, ins Feuer führen wird. Und zwei Drittel werden sterben von Israel. Der letzte Drittel wird übrig bleiben und sie werden sich zum Gott, dem Herrn Jesus Christus, bekehren, zu ihrem Messias. Und der Herr Jesus wird dann vom Himmel herunterkommen, um diesen letzten Drittel vor den angreifenden Muslimen zu retten. Dieser letzte Drittel ist dann der gesamte Israel, was Apostel Paulus in Römer Kapitel 9 bis 11, wovon er ja spricht. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Ja. Aber zunächst muss Israel durchs Feuer gehen. Also wie ich das jetzt von dir wahrgenommen habe, ist, dass du noch der Meinung bist, dass Israel fallen kann, aber wieder erobert werden kann. Verstehe ich das so? Nein, nein, Israel wird nicht fallen, aber zwei Drittel von den Einwohnern Israels wird... Etwas genauer bitte, etwas genauer, das ist ein wichtiges Thema. Also okay, der König des Nordens, Daniel Kapitel 11, beschreibt er eben die Zukunft von Israel, wie der König des Nordens und der König des Südens, das ist eben die islamische Länder von Nord von Israel nach rechts, ist der Assyrer, das assyrische Weltreich und das ist jetzt alles islamisch.
Und diese islamische Achse wird dann Israel angreifen in der Endzeit, weil du siehst ja schon die Vorboten jetzt schon, aber das ist noch nicht das Ende, sondern in der Endzeit wird die islamische Welt Israel angreifen. Das ist der König des Nordens, Daniel 11. Und Israel fast zerstört. Zwei Drittel von Israel wird sterben. Zwei Drittel der Bevölkerung wird sterben. Zacharia Kapitel 13, Vers 8. Der letzte Drittel wird übrig bleiben. Und sie schreien um Hilfe zum Herrn Jesus in den Himmel. Sie bekehren sich zu ihm. Nehmen aber Reza, willst du sagen, die Israeliten werden noch jetzt bald fallen? Zwei Drittel? Oder wie verstehe ich das? Weil viele Prophetien sind jetzt auf die jetzige Situation bezogen. Auf die Zukunft in den nächsten Jahren. Nein. Die jetzigen Sachen, die passieren, sind einfach nur Vorboten für die kommenden Prophezeiungen. Wie zum Beispiel Zacharia 13, Vers 8. Zacharia Kapitel 14, wenn der Herr Jesus zurückkommt, um Israel zu retten. Daniel 11, Daniel 9. Jesaja Kapitel 16, Vers 4 und 5. Ich habe mal mitbekommen, dass du mal gesagt hast, dass bald jeden Moment Jesus Christus kommen kann. So, das würde ja eigentlich. Ja genau. Das ist die Entrückung. Nein. Du darfst nicht das Kommen des Herrn Jesus am Ende der Drangsalzeit mit der Entrückung gleichsetzen. Der Herr Jesus kann jede Sekunde kommen und seine Brautgemeinde, die wahren Christen, die Wiedergeborenen von der Erde wegrücken in den Himmel. In einem Augenblick. Der Herr Jesus kommt nicht auf die Erde, sondern er bleibt in dem Luftbereich, im Luftraum der Erde stehen, im Himmel. Und zieht uns zu sich in den Himmel. Das heißt, für einen Augenblick geht der Himmel auf, der Herr Jesus tritt hervor aus dem Himmel in den Luftbereich. Das steht in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 16. Und zieht uns in einem Augenblick zu sich. So, wir sind dann im Himmel, die Himmel geht zu. Und hier auf der Erde beginnen dann die schlimmsten apokalyptischen Gerichte über die Menschen. Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Israel ist auch ein Hauptschauplatz. Ja. Jetzt habe ich dich verstanden. Jetzt kann ich dir auch entgegenkommen. Ja. Also du glaubst an die Entrückung. Also wenn man jetzt mit der Entrückung gehen würde, würde das, was du sagst, Sinn ergeben, wenn man mit der Entrückung gehen würde. Die Frage ist, wo steht... Also, wann wird über die Entrückung gesprochen? Hast du vielleicht Verse oder kannst du mir was erklären? Weil das ist auch ein umstrittenes Thema. Ja, 1. Thessalonicher. Ja, das ist eigentlich nicht umstritten. Wenn du die Bibel gut studiert hast, dann ist das nicht umstritten. Schreib dir das auf. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 16 und folgende. Das ist die Entrückung. 1. Korinther Kapitel 15. Hallo? Den Körper bekommen. Hallo? Nein. Das dann für den Himmel passend. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Jetzt. Hörst du mich? Du warst gerade komplett weg. Also erst. Okay, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 16. Schreib dir das auf. Mhm. Prüf das nach. Hast du aufgeschrieben? 1. Thessalonicher Kapitel. Ja, 2. Thessalonicher, Kapitel 4. Vers 16. Ab Vers 16. So. Okay, hab ich? Ja, 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 16. 2. Thessalonicher Kapitel 2, ab Vers 5. Kapitel 2, ab Vers 5, ja. Genau, da wird beschrieben, dass wir, die Gemeinde Jesu und der Heilige Geist, das Kommen des Antichristen aufhalten. Und wir erst beiseite geschafft werden müssen. Jetzt ist die Frage. Durch die Entrückung. Ganz kurz, jetzt können wir doch. Das, hier ist doch viel Spielraum jetzt. Wo ziehst du daraus eine Entrückung? Wie verstehst du das? Das ist jetzt definitionsbedingt. Ja, weil eben die Braut und der Heilige Geist hier auf der Erde in der Braut wohnend das Kommen des Antichristen aufhält. Er kann noch nicht auftreten, weil eben etwas ihn zurückhält, aufhält, dass er erscheinen kann. Und das ist der Heilige Geist, der Gott, Heilige Geist auf Erden, die in den wiedergeborenen Christen wohnt. In uns Wiedergeborenen.
Und sobald wir mit dem Heiligen Geist von der Erde weggerückt werden durch die Entrückung, dann kann den Antichristen nichts mehr aufhalten und er kann auftreten. Offenbarung, schreibt ihr das auf, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Okay, aber ich weiß nicht, das ist vielleicht... bist du der Meinung, dass man vielleicht nicht geistlich entrückt wird? Nein, nein, mit dem Körper. 1. Korinther 15, 51. Schreib dir das auf. 1. Korinther 15, Vers 51. Okay, was sind denn die Gegenargumente für eine Entrückung? Die Entrückung steht ja in der Bibel. Da gibt es erstmal keine Gegenargumente. Nur die einzigen, die da widersprechen, sind die, die sagen, die Entrückung findet nicht vor der apokalyptischen Gerichte statt, sondern in der Mitte, am Ende und so weiter. Aber es gibt eine Entrückung. Nee, dass es sie gibt, das habe ich nicht abgestritten. Das habe ich nicht abgestritten. Ich spreche aber über eine Vorentrückung. So, also, was macht dich so sicher, dass es sie vor ist? Ja, weil Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 sagt der Jesus, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, dann werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das ist der Antichrist, der Versucher. Und der Herr Jesus verspricht eben den Wiedergeborenen, dass sie vor dieser Stunde des Antichristen bewahrt werden. Durch die Entrückung. Das klingt interessant. Das klingt sehr interessant. Dann bedanke ich mich trotzdem. Ich werde aber höchstwahrscheinlich vielleicht wiederkommen mit dem Thema der Entrückung. Ja, kannst du jederzeit kennen. Ja. Und dann können wir nochmal darüber reden. Ich wünsche euch einen Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, ganz, ganz wichtiges Thema, ne, ihr Lieben. Das zeigt uns eben auch die Dringlichkeit, dass wir vorbereitet sein müssen, wenn der Herr Jesus jede Sekunde kommen kann und uns wegziehen kann von der Erde. Und das war's. Jeder, der da nicht dabei war bei der Entrückung, ihr Lieben, das ist todernst. Der ist verloren. Der ist verloren. Und nur die haben nach der Entrückung eine Chance, die vor der Entrückung eben nicht das Evangelium in voller Montur gehört haben und es nicht abgelehnt haben. Die haben nochmal eine Chance, dass sie errettet werden. 2. Thessalonicher 2. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, auf dass sie errettet werden. Darum sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung. Das ist der Antichrist. Damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Ja. An der Sünde. Das heißt, Gott wird diejenigen, die das Evangelium gehört haben, er wird sie der Verhärtung, also ihres Herzens, hingeben durch den Antichristen, und der Antichrist wird dann die Verführung besiegeln. Und diese Leute haben keine Chance mehr. Aber nach der Entrückung kommen trotzdem Menschen in dieser schwersten Stunde der Menschheitsgeschichte zum Herrn und werden errettet. Und das sind wiederum die Märtyrer, die nach der Entrückung zum Glauben kommen. Aber die gehören nicht zur Braut Christi. Die Braut Christi ist entstanden seit Apostelgeschichte 2 Pfingsten vor 2000 Jahren, als der Heilige Geist auf die Erde kam. Und die Braut Christi endet mit der Entrückung. Das ist die Braut Christi. Alles, was davor gläubig war, das heißt Mose, Jesaja und all die alttestamentarisch Gläubigen, Abraham, sie gehören nicht zur Braut Christi. Und auch nach der Entrückung, die Gläubigen, die gerettet werden, auch sie gehören nicht mehr zur Braut Christi, sind aber Errettete, sind Gläubige. Diese Unterscheidungen muss man ganz klar vollziehen, sonst kommt man in ein riesiges Durcheinander und fängt dann auch dann eben schlechte Dinge zu sagen und zu tun. Und dann fängt man an zu sündigen. Beispielsweise, ihr kennt ja diese Sekte da, die eben in der Öffentlichkeit betet, dass Gott den Lothar Gassmann
beseitigen soll. Ich will das jetzt nicht so sagen, wegen TikTok. Dass Gott dem Lothar Gassmann die Zähne rausschlagen soll. Öffentlich beten die sowas. Das ist, wenn die sagen, ja, da steht doch in dem Psalm, man soll ja für die Feinde Gottes, also man soll die verfluchen. Und man soll beten, dass Gott ihnen die Zähne rausschlägt. Das ist, wenn die nicht begriffen haben, dass die Braut Christi diese Psalmen nicht beten darf. Obwohl das vom Heiligen Geist inspiriert ist, diese Psalmen. Aber die sind für Israel. Die gehören nicht zu Braut Christi. Der Herr Jesus hat uns im neuen Bund, was hat er uns beigebracht? Für unsere Feinde zu beten. Nicht, dass man betet, Gott schlage ihm die Zähne raus oder töte ihn. Aber wir sehen, dass die zum Beispiel die Erretteten nach der Entrückung wiederum solche Rache-Psalmen beten. Wie lange, oh Herr, willst du nicht rächen unser Blut, sagen die. In Offenbarung Kapitel 5 war das, glaube ich. Das heißt, du siehst, dass die wiederum nicht wie die Braut Christi für ihre Feinde beten, sondern für Rache. Das siehst du sofort, oh, die gehören nicht zur Braut Christi, obwohl sie gläubig sind. Das sind Nachentrückungsgläubige. Das sind Drangsalgläubige, die zwar errettet sind, aber nicht zur Braut Christi gehören. Diese feine Unterscheidungen muss man vornehmen, damit man nicht durcheinander kommt. Deswegen mein Appell an jeden Menschen, der hier jetzt in der Gruppe zuhört, im Live. Ihr müsst jetzt noch wiedergeboren werden, solange noch Zeit ist und der Herr Jesus noch nicht zur Entrückung angesetzt hat. Da könnt ihr errettet sein bis in aller Ewigkeit und in den Himmel kommen und ein unglaubliches, schönes Leben führen mit dem allmächtigen Gott. In aller Ewigkeit seid ihr errettet. Wenn die aber Entrückung kommt, heute noch oder gleich, sogar während ich noch rede, und ihr wart nicht wiedergeboren, ihr wart nicht bekehrt zum Herrn Jesus Christus und ihr habt nicht eure Schuld bereut vor dem Herrn und seid der Sünde und der Welt abgestorben, dann habt ihr das Schlimmste vor euch, was ihr in euren schlimmsten Albträumen nicht mal euch vorstellen könnt. Und das wird eure Realität sein. Also damit spielt ihr. Jeder, der mir hier noch zuhört, der noch nicht mal mehr in Jesus ist. Deswegen mein Appell heute noch, ihr Lieben, solange ihr die Stimme Gottes hört, heute lasst euch versöhnen mit Gott. Jetzt, direkt. Im Anschluss, wenn euch Glaube fehlt, wenn ihr sagt, ja, ich würde ja gerne, aber mir fehlt der Glaube, dass es Jesus gibt und dass er Gott ist und dass er im Himmel sitzt, ja, dann fragt ihn, Augen zu, ein Satz, Jesus Christus, bist du das, von dem der Reza da so spricht? Bist du der allmächtige Gott? Oder ist das alles Quatsch? Fragt ihn, jetzt, und er wird euch zeigen, was Sache ist. Er wird den Schachzug ziehen, 100% wird er den Schachzug ziehen. Aber auf der faulen Haut rumzuliegen und nichts zu tun, Gott nicht zu suchen, das wird ein schlimmes Ende geben. Das wird ein böses Erwachen geben für alle Menschen. Wenn sie nach dem Tod plötzlich ihre Augen aufschlagen und der Herr Jesus, allmächtiger Gott, steht vor ihnen mit den Engeln. Und dann werden die Knie zittern. Und dann kommt Panik. Dann ist zu spät. Dann müsst ihr die Reise antreten. Dann könnt ihr schreien und den Herrn Jesus um Vergebung und eure Schuld bitten. Ihr könnt ihn tausendmal schreien und weinen vor dem Herrn. Der Herr wird sagen, es ist zu spät. Es ist zu spät für dich. Auf der Erde, da hättest du mich um Vergebung deiner Sünden, deiner Schuld bitten sollen. Jetzt ist zu spät. Und dann seht ihr den Zorn, der aus dem Herrn Jesus herauskommt. Und der Zorn Gottes, wenn er einmal auf euch draufkommt, dieses Wesen, das das Universum erschaffen hat, wenn er seinen Zorn freien Lauf lässt auf euch, glaubt es mir, ihr wollt das nicht in euren schlimmsten Albträumen haben.
Das ist wie ein Riesenalbtraum, der nie endet. Und das ist Realität. Ihr wisst ja noch, in der Vergangenheit, in eurem Leben, wie oft ihr von einem Albtraum schweißgebadet aufgewacht seid. Und wie froh ihr wart. Oh, Gott sei Dank war das nicht echt. Ihr habt so gelitten im Traum. Jetzt stellt ihr mal vor, dieser Traum endet nie. Nie, in aller Ewigkeit seid ihr da drin. Und zwar in der Realität endet er nicht. Nicht ein Traum, sondern wahrhaftig an eurem Leib. Damit spielt ihr. Ich rede jetzt nicht zu den Geschwistern, die schon errettet sind. Welche Leute sind nicht wiedergeboren unter den sogenannten Christen? Die, die sich Christen nennen und die Gottheit des Herrn Jesus leugnen, sind nicht wiedergeboren, sie werden verloren gehen. Diejenigen, die judaistische Gesetze aus dem alten Bund in den neuen Bund hineinmischen, sind nicht wiedergeboren. Diejenigen, die, nachdem sie Hände aufgelegt bekommen haben in diesen pfingstcharismatischen Gemeinden, dass sie auf einmal gezappelt sind und auf den Boden gefallen sind und danach so ein Kauderwelsch von sich geben, die sogenannte Zungensprache. Ihr seid nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt, ihr habt einen unreinen Geist empfangen und wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, seid ihr verloren. Zeugen Jehovas, Mormonen, Sieben-Tages-Adventisten. Wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr verloren gehen. So einfach ist die Sache. Und damit spielt ihr. Und dann, also, da wollen wir ja gar nicht erst fragen nach den Muslimen und Buddhisten und Atheisten, wo die dann erscheinen wollen, das will ich ja gar nicht wissen. Ja, also ganz, ganz gefährlich. Daher ist es heute Zeit, ihr Lieben, solange ihr die Stimme Gottes hört, verhärtet eure Herzen nicht. Tut Buße, wendet euch ab von der Sünde, kehrt um zum Herrn Jesus Christus, bereut euer ganzes dreckiges Leben, was ihr bis jetzt geführt habt, in voller Sünde. Bereut das vor ihm, kehrt um, stirbt der Sünde ab. Und wandelt mit dem Herrn Jesus Christus. Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Und dann nicht nach links schauen, nicht nach rechts schauen. Ja, wie ein kleines Kind, das sich an dem Rockzipfel seiner Mutter hält. Müsst ihr euch so an dem Herrn Jesus klammern. Wenn jemand kommt und euch zulabert, dann müsst ihr sagen, ja, aber ich kann keine Ahnung, ich kenne nur Jesus Christus. Wo ist der Ami hin? Ist er noch da? Ja, ich bin jetzt wieder rein. Ich bin jetzt wieder drin, ja. Ah, okay, alles klar. Ich musste was erledigen. Ja, ja. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, immer wieder, wenn die Leute immer ablenken wollen von der Wiedergeburt, dann muss man die immer wieder darauf erinnern. Nein, keine Ablenkung von der Wiedergeburt. Ja. Ne? Damit das Blut von diesen Seelen nicht an unseren Händen klebt. Ganz, ganz wichtig, Amir. Das ja, müssen wir beachten. Sonst. Ja, also wir müssen das wirklich beachten. Ja, es kann, wir sehen ja auch anhand der Zeichen der Zeit mit Israel, mit Europa, mit den Kriegen, Seuchen, Unruhen, dass die Zeichen der Zeit eben uns klar machen, dass die biblischen Prophezeiungen vor der Tür stehen, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Dass es bald losgeht. Genau. Ja. Ja, die ist immer, wenn du es bist, wenn du auch noch Familie. Du brauchst das nicht zu tun, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Was ist das denn? Was sind das für Teile immer, ey? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Gott segne dich, Tisti. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Ihr gesegnet mit aller Höchsten.
Was ist das? Oh, Kerzenlicht. Romantisches Feeling, oder was? Romantic feelings. Damit der Dr. Sheikh Abu Amir auch mal einmal in seinem Leben Romantik erfährt. In seinem hasserfüllten Lebensdasein. Als Hetzer, damit er auch ein bisschen seine weichen Seiten stimuliert wird. Damit ich zeige dir das jetzt. Warte, mit was ich das stimuliere. Einen Moment. Das zeige ich dir jetzt. Er braucht mehr Liebe, als wir alle zusammen hier lieben, damit er nicht mehr so hetzt und so hasserfüllt ist. Gib ihm mehr Liebe als jedem anderen Menschen auf dieser Erde. Er hat das sehr nötig. Ja, ich brauche auch sehr viel Liebe. Ich bin jung und brauche Liebe, lieber TC. Von Luft und Liebe muss ich leben, lieber TC. Ja, danke. Danke. Leute. Es ist love. Love is in the air. And the valley catalu. Kali kapali malu. Love is in the air. Ami, treffe ich die Töne richtig? Ey, du triffst die richtig. Deine Stimme ist fabelerregend. Wirklich fabelerregend. Nicht fabelerregend. Leute, wessen Stimme? Ja, fabelerregend. Leute, wer singt besser? Dr. Sheikh oder Abu Hetzerei? Wer hat die schönere Stimme? Wer von uns soll bei DSDS 2024 antreten? Ja, erst aber ADHS. Bevor man zu DSDS kommt, zu ADHS. Love is in the air. Yes, love is in the air. Ja, love is in the air. Danke. Danke, David. Was für ein heftiges Lied. Aber die Stimme von Ami ist schon echt übel, wenn er so singt. Da ist nur noch die Stimme von Dieter Bohlen. Da ist nur noch die Stimme von Dieter Pohle. Dieter Pohle. Ja. Die Stimme von Dieter Bohlen ist nur noch schlimmer als von Ami. Ja, genau. At the end of time, there's a place called hell. So singt er. Der Dieter Pohle. Ja. Übrigens hat er ein Lied gemacht, ne? Ihr kennt das ja. Le Lucifer heißt das Lied. Was hat er gemacht? Der hat ja eine Band, Side-Project-Band gehabt in den 90er, 2000er Jahren. Das hieß Blue System, die blauen Grade, also das blaue System. Das ist natürlich die blaue Freimaurerei, Blue System. Freimaurerei, ja. Ja, genau. Und dann hat er ein Lied gemacht mit dem Titel Lucifer. Lucifer? Der ist auch involviert, dieser Dieter Pohle. Ja. Lisa, was ist mit dem Song von Dings? Wie heißt der? Von Sven Lau. In Jenna, fliegen. Und mit Huren, ein Vergnügen. Lisa. Der will in Gender fliegen wie bei Dragon Ball Son Goku. Gender, und dann will er mit dieser 70, ja, mit seiner 70 Kraft von Männern mit Huren, ja, alles zerstören. In der Janna, können wir fliegen und mit Huren lehnen. Allein der Song ist schon so. Ey, der gehört eigentlich auf das Spotify, ehrlich. Ja. Ich will einfach auf diese Wolke, wo Son Goku drauf geflogen ist, damit auch drauf. Kennt ihr noch diese Wolke, wo Son Goku drauf gefolgt ist? Wie heißt das aber? Der sollte als Song rausgebracht werden. Ja, Charts, ganz normal.
Charles. Ganz normal, Charles. Ja, das soll dann meine Liebe. Hallo? Das soll dann meine Liebe. Hallo? In seiner Hätte ich? Ja, also mach mal deinen Fix auf Sturm. Hörst du mich, Amir? Reza. Ja, jetzt höre ich dich. Hinter die Geräusche bei meinem Bruder da ist heftig. Naja, heftig. Ich wollte mal was fragen wegen den Monaten. Wegen den Monaten, dass das ja auch völlig durcheinander ist, also das Kalenderjahr und alles. Ich will auch singen, nicht nur du. Ich habe auch eine schöne Stimme. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Nochmals. Eben wegen den Monaten, des Jahres und alles, das ist doch auch alles durcheinander gebracht worden, oder? Das, was ich gelesen habe. Was ist durcheinander gebracht worden? Also, weißt du, die Monate, also das heißt Oktober, das Oktober oder Otto, dass das ja von 8 ist, oder? Also der 8. Monat sollte das sein. Ja, und November, worauf willst du denn jetzt hinaus? Und November, Novi, eben, dass die Monate auch durcheinander gebracht worden sind. Das, was ich gelesen habe. Stimmt das, oder? Also, ich weiß nicht, muss man meinen Bruder fragen. Ich glaube, mein Bruder, der kennt sich in der Thematik ein bisschen besser aus. Oh. Reza. Reza, bist du hier? Ja, der hört dich. Der hört mich. Eben, ich wollte fragen, wegen den Monaten, dass der Oktober der 8. Monat sein sollte und dann November der 9. und so weiter. Also das heißt, dass Neujahr eigentlich im Frühling sei, also der 1. April. Jetzt ist er raus, mein Bruder. Ah, okay. Wow. Aber Amir, bei euch feiert ihr auch Neujahr im April im Iran oder Irak? Ja, genau. Bei uns ist das so, dass wir laut unserer Kultur und unserer Zeitrechnung dann im Neujahr das Fest haben. Das ist ungefähr im März oder April müsste das sein. Okay, ja, eben. Aber das ist ja eigentlich, das macht ja eigentlich auch Sinn, oder? Wenn ja, alles anfängt zu blühen. Die Kurden und Perser feiern dann ihr Neujahr. Nowruz. Okay, ja, das wollte ich mal fragen, den Reza, aber der ist jetzt weggegangen. Ja, der Reza ist einfach weggegangen, der hatte keine Lust mehr. Keine Lust mehr, gell? Und Amir, ja, und Amir, noch zu dir mal eine Frage. Ja, du weißt ja, dass meine Frau ja nicht so gläubig ist, ja? Und nehmen wir mal an, wenn sie sich trennen möchte von mir, oder? Ja. Und ich natürlich das nicht möchte. Ich gehe ja nach der Bibel, ja, ich und sie, wir sind ja ein Fleisch, ja. Wir sollten uns ja nicht trennen. Was soll ich dann tun? Also ich meine, wenn sie dann weggehen möchte von mir und besteht dann trotzdem, dass ich Ehebruch gemacht habe, oder? Ja, der Apostel Paulus geht auf einige Sachen bezüglich der Ehe ein. Und er sagt, wenn dein Ungläubiger ist sie im Glauben oder ist sie nicht im Glauben? Das muss man ja alles wissen. Nein, eben, sie ist nicht im Glauben. Sie ist aber nicht im Glauben. Ach so, aber du darfst deinen ungläubigen Ehepartner eigentlich nicht entlassen, das sagt der Apostel Paulus. Weil sie durch dich geheiligt wird. Und die Kinder genauso. Genau, richtig, genau. Aber wenn der ungläubige Partner den gläubigen Partner entlässt, so ist der ungläubige Partner nicht mehr an, so ist der gläubige Partner nicht mehr an diesen Partner gebunden, an den ungläubigen Partner. Okay. Weil du sagst ja auch zu Paulus. 1. Korinther 6 und 7, genau, geht es um die Ehe. Okay, weil ich habe mir das so gedacht, also wir streiten natürlich nicht unbedingt, aber wir haben schon mega Diskussionen und weißt du, kann ja sein, dass sie dann plötzlich denkt und so,
ja, du hast dich mega verändert, weil ich habe mich ja wirklich auch mega verändert. Und nicht, dass ja. du dann sagst, hey, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein und so. Und ich möchte ja mich nicht trennen, weißt du, was ich meine? Und dann... Du darfst dich auch gar nicht trennen. Wenn, dann muss das von ihrer Seite ausgehen. Ja, eben, wenn es von ihrer Seite kommt. Du darfst dich ja nicht scheiden lassen, einfach so. Nur genau, dann, wenn dein ungläubiger Partner sich von dir scheiden lässt, so bist du frei und hast nochmal die Möglichkeit zu heiraten. Okay, okay, okay. Das wollte ich wissen. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja, sonst komme ich mal, wenn der Reza mal wieder online ist, ja, weil der ist ja so mit Illuminati-Sachen und so immer beschäftigt, ja. Ja, genau. Ja, genau, genau. Also, Amir, mein Lieber, möchtest du noch was sagen? Dann hole ich jemand anderen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ja, bitte nicht. Also, dann kein Problem, dann kannst du später wieder reinkommen. Ja, 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 sicher. Nur ich Spaß, bleibe ja sowieso jetzt. Gottes Segen, mein Lieber, Gottes Segen. Alles ja, Gute dir. Ja, auch. Ciao. Ja, ciao, ciao, mein Lieber, ciao, ciao. Wo ist denn jetzt mein Bruder hin? Ja, also in so einem solchen Fall, wie er dann gerade gefragt hat, gesagt, der Apostel Paulus, dann können wir uns ja auch anhören. Warte, ich mache den ersten Korintherbrief auf. Ist doch schön, dass wir uns das einmal anhören. Erster Korintherbrief. Erster Korintherbrief. Unser Vaterlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Kapitel 6. Kapitel 6. Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung, sage ich euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen,
Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Amen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Kapitel 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt, und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. So sieht's aus. Ich komme sofort wieder, ihr Wunder. Ich habe genau das wiedergegeben, was der Apostel Paulus gesagt hat, okay? Amir holt Sam rein. Wer ist Sam? Sammy Deluxe, genau. Ja, ich habe mitbekommen, was in Brüssel passiert ist. Ich habe das mitbekommen. Eine einzige Katastrophe. Ja, in Tunesien hat zwei Menschen erschossen, bei einem Fußballstadion oder was. Zwei Fußballfans wurden hingerichtet. Danke, danke, Lieb. Der war von ES, ja genau.
Es war entweder ein Sympathisant oder ein Soldat des Islamischen Staates. Das Handy ist voll am Entladen. Muss sein. Die Zeit nehmen wir uns noch. Der Herr ist mein Herd. Psalm 23. Psalm 23. Sein, wo der Herr Jesus Christus auch ist, nämlich im Himmelreich. So sieht das aus. Das ist lebendige Hoffnung, das ist lebendiger Glaube und keine tote Religion. Fertig aus. Mehr braucht es nicht zu sagen. Jesus Christus hat den Tod besiegt, alle anderen sind gestorben. Jesus Christus hat den Tod besiegt und er wird immer in alle Ewigkeiten der ewige Gott bleiben. Jesus Christus wird der Herr über alles Fleisch sein, der Gott der Götter. So ihr Lieben, ich mache jetzt, du glaubst auch an den Osters- und Weihnachtsmann, naja, natürlich. Ne, wir glauben an Allahs Backenzähne. Siehst du, pünktlich zu Dings habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Allah hat Backenzähne. Wir glauben an Allahs Backenzähne und an sein Lächeln. Kannst ja nachlesen im Band, im Tafsir von At-Tabari, Band 15, Seite 604. Dein Gott ist jemand, der Backenzähne hat und am Lächeln ist. So, macht's gut, ihr Lieben. Merkt euch das. Tabari, Band 15, Seite 604. Allah ist ein lachender. Ja, ihr wisst schon. Macht's gut, ihr Lieben. Gott segne euch. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch nicht von Religion betrügen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.